Podstock 2017, wir sind wieder auf der Bühne, 17 Uhr, nee, 18 Uhr haben wir schon, meine Güte, ich bin schon der Zeit hinterher. Wenn sich zwei Jungs zusammensetzen und pubertäre Witze reißen, dann kann das einen lustigen Podcast geben, muss aber nicht unbedingt. Das ist etwas anderes, wenn der eine von beiden ein Transmann ist und der andere ein professioneller Radiomacher. Dann würde ich sagen, das ist vielleicht schon etwas interessanter. Und so sitzen hier gerade Tobi und Jörn und machen heute mit uns die 18. Folge von What's in Your Pants? Pants? Pants. 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 Und wenn es dann dabei um Penisverlustängste und Neues aus dem Transhaushalt geht, dann ist das nicht nur zum Lachen, sondern manchmal auch so, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Viel Vergnügen. Und gute Aufklärung mit Jörn und Tobi. Sehr gut. Bevor wir anfangen, vielen Dank. Dankeschön, der Applaus ist gerechtfertigt. Bevor wir anfangen, ich möchte, dass wir vielleicht eine Sache einstudieren. Und zwar habe ich mir überlegt, wir können vielleicht, also wir brauchen eure Unterstützung. Penis. Es geht um Penis, exakt. Und zwar habe ich mir gedacht, vielleicht einen kleinen Penischor. Dass ihr einfach mitmacht. Dass ihr einfach mitmacht. Ich mach's einmal vor, dass wir vielleicht so Penis, dass ihr das vielleicht alle zusammen einmal probiert. Achtung, 1, 2, 3. Penis. Perfekt. So machen wir es gleich auf Kommando und jetzt geht's los. Ihr dürft auch mittanzen. Auch hinten. Die nehme ich mal dich. What's in your pants? Penis? Über das Leben eines Transmannes. Hier sind Tobi und Jörn. Moin und herzlich willkommen zu Folge 18 von What's in Your Pants, dem Podcast von eurem Trans-Service-Team. Vielen Dank, Hanna, für diesen... Verdammt. Vielen Dank, Hanna, für dieses Fundstück von der Autobahn. Die ist nämlich an einer Lagerhalle vorbeigefahren, wo das an der Halle stand, bei einer Spedition. Vielen Dank dafür. Wir sind definitiv das beste Trans-Service-Team ever. Auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen was zu hausmeistern, steigen wir direkt ein. Diese Sendung wird unauffällig gesponsert von einem unbekannten Shampoo-Hersteller. Direkt neben der Winkelkatze. Genau. Wir sind übrigens seit gestern Abend auch auf Twitter zu finden. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, jetzt endlich die Twitter-Premiere von What's in Your Pants. W-I-Y-P. Wir haben ich bitte dich. Ja. YP Podcast, das Ganze in einem Wort. Da freuen wir uns über jeden Follower und es wird podcast-relevanten Inhalt dort geben, wie auch immer wir das machen werden. Super. Richtig, genau. Das wird der Inhalt sein. Achtung, Achtung, wir haben es geübt. Herrlich. Geil. Können wir das jedes Mal irgendwie? Müssen wir jetzt machen. Apropos, wir haben noch was zu Hause, nämlich dieses wunderbare Stück Dela hat uns Plüschis gemacht. Und wie geil sind diese Plüschpenisse? Erstmal, ich finde ja schon mal die Zweifarbigkeit des Ganzen. Man bewundere die Eichel. Ganz fantastisch. Und auch diese leichte Asymmetrie. Dela, eine schöne Beobachtung übrigens an der Stelle. Tobi wollte tatsächlich auch gestern den ganzen Tag damit rumlaufen mit dem Ding. Da kommen wir später zu. Nur die Patreons. Oh ja, Baby. Wir haben was vorbereitet für euch, weil wir gesagt haben, es soll keine ganz alltägliche Sendung werden. Deswegen braucht ihr auch eure Stifte und Zettel. Und zwar fangen wir damit jetzt an. Zettel haben die noch nicht. Ja, da kommen wir jetzt zu. Aber Stifte haben sie ja immerhin. Und bau mal auf. Wir haben einen Karton dabei mit was drin. Nämlich, machen wir Trommelwirbel. Es ist eine Bingo-Maschine. Bingo! Und was für ein Bingo machen wir natürlich? Achtung! Penis! Richtig, genau. Also wenn hier einer von euch Bingo ruft, ne? Ist das Spiel vorbei. Also, die Regeln sind relativ einfach. Wir haben dieses Bingo-Spiel mit dabei. Wir haben diverse Karten vorbereitet, die wir jetzt gleich... Die ich alle sehr liebevoll gestaltet habe. Wunderbar. Steht auch überall extra Penis drauf, damit auch niemand vergisst, was man rufen muss. Genau. Verteilt ihr doch einfach schon mal im Publikum. Ich erkläre im Wesentlichen die wenigen Regeln, die wir haben. Das sind nicht so viele. Wir ziehen während der Sendung mit der Penis-Bingo-Maschine ein paar Penisnummern. Und ihr könnt dann auf eurer Penis-Bingo-Karte eure Penisnummer ankreuzen mit eurem Penisstift. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber in dieser Folge geht es sehr viel um Penisse und untenrum Humor. Wenn damit irgendjemand nicht klarkommt, der kann natürlich einen schönen Waldspaziergang machen. Ich werde ihn nicht aufhalten. Das ist eigentlich schon
Die Regel, wir ziehen eure Nummern, ihr kreuzt sie an und der erste von euch oder die erste von euch, der oder die eine Reihe senkrecht oder waagerecht voll hat, der ruft aus Leibeskräften Penis und der kann was gewinnen. Es gibt sogar einen echten Preis. Ich sage nicht, was es ist, ich gebe euch aber einen Tipp. Es hat damit zu tun. So, hat jetzt jeder, der mitspielen möchte, einen Zettel? Gibt es noch jemanden, der keinen hat und unbedingt einen braucht? Okay, also, na gut. Jemand, der keinen hat und unbedingt einen braucht, ist Tobi. Und was? Der wird Penis die erste Nummer schon mal ziehen. Was? Versucht doch mal schon mal die erste Nummer zu ziehen. Ach so. Erst mischen. Und da ist die erste Nummer. Und es ist Nummer 42. Ist das wunderbar. Herrlich. 42 ist die Nummer, die ihr auf eurer Penis-Bingo-Karte bitte ankreuzt. Herrlich. Gut, wir werden das über die Sendung so ein bisschen verteilen. Und wir kommen jetzt zu einer Korrektur, die wir vornehmen müssen. Das hier ist Folge 18. In Folge 17 gab es einen kleinen, sagen wir mal, Dissens zwischen dem, was du gesagt hast und dem, was wie es aufgenommen wurde. Was war da los? Wer lacht? Ich glaube, es ging mehr um die Formulierung. Also, Dissens, das kommt mir auch nicht so bekannt vor, das Wort. Ich habe irgendwie, als wir über sexuelle Orientierung und so gesprochen haben, habe ich gesagt, dass ich für einen Schwulen doch recht maskulin wirke. Mhm. Und das war ein Satz, den möglicherweise viele einfach gar nicht so wahrgenommen haben, aber er ist dem einen oder anderen doch etwas übel aufgestoßen. Und zwar geht es dann darum, dass, wenn ich das so sage, dass ich für einen Schwulen recht maskulin wirke, ich damit ja prinzipiell anderen Schwulen ihre Männlichkeit abspreche. An dieser Stelle. Maskulinität. Was auch immer ich gerade gesagt habe, ja. Nein, also tue ich nicht. Ja, was denn? Bring mich nie aus dem Konzept. Das ist mein Beruf. Weitestgehend meine Rolle in diesem Podcast. Ich nehme den mal in die Hand, das hilft. Nicht so doll dran klebt. Wer weiß, wie gut die Naht ist. Also, für einen Schwulen wirke ich nicht unbedingt maskulin. So, Nein, also wir müssen das dahingehend natürlich einmal klarstellen. Also, ich möchte niemandem irgendetwas absprechen. Und mir ist das ganz egal, wer sich dann irgendwie wie identifiziert. Und natürlich ist jeder Schwule auch maskulin und auch männlich. Es sei denn, die wollen das nicht und möchten lieber weiblich genannt werden, dann von mir aus auch gerne. Entschuldigung. Hatte so einen Impuls. Hast du? Ja, ich habe ein bisschen Penis-Kasperle-Theater gespielt. Mein Gott, das darf man doch wohl mal auf einer Bühne. Himmel. Na, ihr Schlaffis, seid ihr alle da? Penis-Kasper ist da. Entschuldigung. Du machst die ganze Ernsthaftigkeit der Situation völlig zunichte. Mir war das ein ernsthaftes Anliegen. Okay, ernsthaftes weil mich, Gesicht. Ja, genau. Weil mich hat das in dem Moment schon emotional auch berührt. Untenrum. Was? Du hast bei untenrum aufgehört. Ja. Genau, nein. Also, bitte jeder so wie er mag. Und ich möchte niemandem irgendetwas absprechen, was so nicht zählt. Also, Entschuldigung an dieser Stelle vielmals. Das war anders gemeint. Sehr gut. Dann lass uns noch eine weitere Penis-Bingo-Nummer ziehen. Unbedingt. Hast du vorher durchgemischt? In die eine Richtung? Das mischt doch selber. Oh. Hoppala. 89. 89. Die 89. Oh nee, andersrum. 68. Das Ding geht ja nur bis 75. Also. Ich sollte noch mal einen Schluck trinken. Also, es ist die 68. 68, Leute. Keine Panik. Penis-Bingo. Alles wird gut. Wo ist denn die 68? Wahrscheinlich zwischen 67 und, Achtung, man sollte es meinen, ne? Ja. Kommen wir zu einer weiteren Rubrik, die wir gerne bespielen in unserem kleinen Podcast, nämlich Neues aus dem Trans-Haushalt. Tobi hat sich vorgestellt mit den Worten, er sei der Typ mit den 6 Penissen. Und das stimmt ja auch. Du hast diverse ja. zu Hause. Inzwischen, ja. Aber das ist ja auch nicht ganz problemlos, immer. Nee, nicht so wirklich. Also wir sprachen ja schon diverse Male, wie das so ist mit den Penisverlustängsten, auch gerne in öffentlichen Räumen und Ähnlichem.
Und es ist mir nun just am Anfang dieser Woche auch passiert, dass mir mein Penis ins Klo gefallen ist. Das ist doof. Vor allem, wenn man schon gepinkelt hat. Ja. Also nur für den Fall, wer hat noch nie What's in Your Pants gehört? Wo müssen wir das erklären? Oh. Gut. Also, wenn Tobi von seinem Penis spricht, dann ist das ein Hilfsmittel, ein sogenannter Pecker. Das ist ein, ähnlich wie dieses Gerät, ein Kunstpenis, in der Regel aus Plaste und Elaste, den man in die Unterhose steckt. Und der dann da so vor sich hin baumelt und rumbömmelt. Und je lockerer der da drin sitzt in dieser Unterhose, desto größer ist natürlich die Chance, dass er dann mal verlustig geht. Und wir haben, ich möchte nicht sagen, wir haben was einstudiert. Aber um das mal zu illustrieren, haben wir... Du hast doch geübt, oder nicht? Was soll ich... Mir wird ganz warm. Ach so, das soll ich jetzt? Warum denn nicht? Ach so, das soll ich... Bitte. Ach so. Also, es geht ja so, wir haben ja, ich sagte es geht um Penisse. Jetzt ist der Moment, wenn jemand nicht damit klarkommt, dass Penisse durch die Luft fliegen, dann ist jetzt der Moment für den Waldspaziergang gekommen. Also, wir haben einen Show-and-Tell-Teil, der sieht ungefähr wie folgt aus. Das sind diese Pecker, die man ganz hervorragend sich in der Unterhose platzieren kann, um eben den Eindruck zu erwecken, dass man da was hat, was da eigentlich nicht ist. Und wenn man jetzt ein bisschen unglücklich auf dem Klo ist, dann kommt man eben in den Fall der, Achtung, Penisjonglage. Da wollte ich drauf hinaus. Menschen, Tiere, Sensationen, das volle Programm heute bei uns. Ich muss einmal ganz kurz sagen, also für alle unter euch, die jonglieren können, mit drei Bällen zum Beispiel, die wissen, es ist unglaublich wichtig, dass man drei identische Gegenstände hat und dann bitte auch in den gleichen Gewichtsklassen. Das hier hat nichts damit zu tun. Und also, das ist sehr anspruchsvoll. Und ich musste das ein bisschen üben. Also ob jemand mit sieben Bällen jongliert, mit fünf laufenden Kettensägen oder eben mit drei dieser Packer. Richtig. Das ist ein vergleichbares Schwierigkeitslevel. Und vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Menschen, Tiere, Sensation. Wunderbar. Oh. Aber ungefähr so fühlt es sich an, wenn so ein Packer einfach mal verschwindet. Herrlich. Also, wunderschön. Wunderschön. Achtung, 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 jetzt kommt's wieder. Herrlich. Gut, mit allen sechs, das funktioniert doch gar nicht. Es sind, glaube ich, du hast gar nicht alle dabei. Doch, natürlich, doch. Wir haben sie ja alle im Auto gehabt. Ja, natürlich. Auf der Fahrt hierher, falls ihr das übersehen habt, wir waren das Penismobil und alle sechs Packer waren zwischenzeitlich zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe eingeklemmt. Es war wunderschön. Der über dem Spiegel war nachher der Beste. Genau, richtig. Der hat auch für die erstauntesten Blicke gesorgt. Ja, er hat ein bisschen die Sicht verdeckt. Richtig, also sechs Penisse sind das eine, die nächste Bingo-Nummer ist das andere. Zieh. Geh los. Hau rein. Ja, warte. Und jetzt? 51. Die 51. Oh, ja. 5, 1. Das ist die nächste Nummer auf eurem Penis-Bingo-Spiel. Noch kann keiner Penis schreien, außer im Chor. Ne? Also wir haben erst drei Nummern gezogen, ihr braucht fünf. Ja. Gut, aber zu den sechs Penissen soll ja nun noch was Neues hinzukommen, haben wir besprochen. Richtig. Du hast einen neuen Packer bestellt. Warum und was ist das für einer? Fangen wir mit warum an. Achso, darüber hatten wir, glaube ich, auch in der einen Folge gesprochen. Ja, es war aber so wir dieses, haben ja welche da, die es ja, kann. ich brauche was Größeres. Genau. Also der normale Durchschnittspacker bei dir war bisher. Ich glaube 10,3 oder so hat der. Genau, und das fühlte sich jetzt als nicht mehr ausreichend an. Richtig. Gear Acquisition Syndrome, Podcaster kennen das so ähnlich, nur mit Mikrofonen. Ja. Die müssen auch immer größer und immer teurer werden. Und jetzt hast du dir was bestellt, das wie groß ist? Ich glaube, der eine ist 12,5 und der andere ist 12,75. Gleich zwei. Ja, genau, um halt unterschiedliche Modelle dann zu testen und zu vergleichen. Und den einen wollte ich eigentlich zurückschicken, aber es gab da so eine Begebenheit bei mir zu Hause. Mit dem Klo? Oder nee. Okay. Vielleicht, also um das nochmal auszuführen, ich habe mir neulich ganz netten Input geholt von einem
Cis-Mann, der sich sehr gut mit Penissen auskennt. Mit dem eigenen oder dem Fremden? Sowohl als auch. um mal zu hören, oder also in erster Linie, um zu zeigen, was benutze ich da eigentlich so? Und dann führte es im Laufe des Abends dazu, dass plötzlich alle Penoide irgendwie durchs Wohnzimmer geflogen sind. Wir wissen nicht genau, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall war es so, dass er mir ganz gut sagen konnte, was davon gut ist, was eher schlecht ist, was noch realistisch ist und was nicht so realistisch ist. Und daran habe ich mich dann ein bisschen orientiert. Woran hat er das festgemacht? An der Haptik? Am Aussehen? Haptik war das mit dem Anfassen, ne? Richtig. Okay. Ich fange schon wieder an, Fremdwörter zu benutzen. Klassische Bildung ist sehr, 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 sehr gut, nur nicht halt überall. Abitur haben wir beide. Du hast sogar studiert. Aber das falsche Fach. Penologie. Um Himmels Willen. Gut, und was hat er denn nun über diese beiden neuen Penoide gesagt? Also es waren glaube ich, sogar zwei von, mit denen habe ich, glaube ich, sogar rumgespielt gerade hier. Genau, also was sagte er darüber? Er sagte, also ganz wichtig, also deswegen gibt es ja auch Erstmal den... ein bisschen höher, man kann es kaum sehen. Ja, warte mal, die sind ganz verschmutzt vom Runterfallen. Es geht so ein bisschen um den Grab-Test. Grab-Test bedeutet sowas wie, ich habe das Ding in der Hose und jemand fasst mir in den Schritt. Kann passieren. Genau, im Eifer des Gefechts. Und also wie realistisch ist es dann quasi beim Anfassen? Und wie realistisch ist es auch, wenn man so ein Ding in der Hand hat? Dieses Teil hier... Tut's schon weh? Ja. Ja. Also dieses eine Gerät, was wir hier, oder was ich hier eben gerade in der Hand habe, ist doch nicht so lang. Das ist halt, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch überhaupt sagen soll. Das ist ultra squishy. Also wer diese Tiere kennt, wo man draufdrückt, wo die Augen so rausglupschen. Es hat, also das ist ungefähr das gleiche Gefühl. Ja, doch. Nix, nein, doch. Es ist nun mal leider so, wie es ist. Es ist so. Also für alle, die jetzt nur im Audio-Stream zuhören, ihr habt da echt was verpasst, weil es wabbelt und schwabbelt. Plaste und Elastis. Genau, und es klebt dann irgendwann auch an den Fingern. Dazu benutzt man dann ja im Zweifelsfall das Babypuder, nachdem man die gewaschen hat, oder Speisestärke oder Mehl. Die Eichel an sich ist ganz okay, die ist ganz realistisch nachgebildet. Aber an sich, also hat dieser halt auch das Problem, dass wenn der halt so hängt, dann hat er immer noch so einen Halbsteifen, so einen ganz akkuraten. Und das führt dann eben auch dazu, dass wenn das Teil in der Hose ist, dass das nicht wirklich besser wird. Der ist zwar sehr biegsam, aber er kommt halt auch immer wieder zurück in seine Ausgangsposition. Genau, und mit so einer halben Dauerlatte durch die Gegend zu latschen, das macht nicht so wirklich viel Spaß. Und die anderen sagen so. Je nachdem, was man für eine Hose trägt, ist das, also nur weil ich sage, ich brauche was Größeres in der Hose, heißt das ja nicht, ich muss gleich jedem demonstrieren, wie ich gerade so drauf bin. Ich dachte, darum geht's. Nicht, wenn du in einem Meeting sitzt. Kommt drauf an, was das für ein Meeting ist. Gut, kommen wir zu dem nächsten Gerät. Was sagt er darüber? Und da hat er gesagt, der ist absolut optimal. Also der ist von der Größe her, vom Umfang her, von der Nachbildung her, ist der quasi perfekt. Und der sitzt auch relativ gut in der Hose. Sofern man keine Skinny Jeans anhat, dann ist das immer noch ganz schön heftig. Der hat, glaube ich, jetzt 12,5 an Länge. Damit kann man auch nichts weitermachen, außer packen. Also der ist nicht zur Penetration geeignet oder ähnliches, auch dafür zu schlaff. Aber die Hoden sind schmal genug und du hast nicht eine Riesenbeule in der Hose. Der ist von Doc Johnson, eine Firma, die durchaus sehr gute Geräte herstellt, weil die viel mit so einem Ultraskin-Material arbeiten. Aber es sieht schon so aus, als würde der auch ziemlich rumwabbeln und schwabbeln. Also, ja, natürlich. Ja. Aber das tut das Ding, was ich gerade in der Hose habe, auch. Okay. Ja. Weil das also, dazugehört? Also müssen die das tun, damit sie sich in der Hose realistisch fragen? Also, ja, aber der ist trotzdem, der ist ein bisschen fester. Also wenn man den halt drückt, dann reagiert er halt nicht so, wie der andere mit dem Glubschauge rausdrückt. In der Tat, der siehst du, oder? Ist stark sichtbar, ja. Okay. Aber was dieses Teil, also ich bin ja immer für so Haushaltstipps sehr dankbar. Ich weiß nicht genau warum, aber er ist inzwischen mein neuer Lieblingspacker geworden, aber ich nenne ihn eigentlich jetzt auch den Vanillepenis. Er riecht unfassbar nach, ich habe keine Ahnung, was. Es ist irgendwie Vanille. Ich weiß nicht.
Das ist das zweitbeste Foto, was ihr heute machen könnt. So viel kann ich euch schon mal sagen. Also ich hab den schon fünfmal gewaschen, aber er hört nicht auf, so merkwürdig nach. Es ist wie, als wenn du in so einem Räucherstäbchenladen bist. Also ich weiß auch nicht, irgendwie, nach wie vor, ich bin dafür Tipps sehr dankbar. Bitte nicht schon wieder solche Geschichten wie mit Öl einreiben. Leute, das sieht komisch aus zu Hause. Da kriege ich immer ganz andere Gedanken. Gut, lass uns, während wir auf andere Gedanken kommen, noch schnell eine Bingo-Nummer ziehen. Oh ja, unbedingt. Die Zeit davon. Penis-Bingo. Bingo! Hotstock 2017. Das ist... Die 6. Bist du sicher? Ja, weil da ist ein Strich drunter. Ah, sehr gut. Also Nummer 6. 6. Sollen wir noch gleich eine zweite hinterherziehen? Ja, komm hier. Dann können wir auch gleich schon vielleicht das erste Bingo kriegen. Meinst du? Ich weiß es nicht. Die 12. Nummer 12. Oh. Selten so eine Publikumsreaktion auch gehabt. Ja, wir versuchen das gerade nochmal an. Also, Achtung. Ich könnte das den ganzen Abend machen, fantastisch. Ich werde möglicherweise gleich bei Puerto Partida auf euch zurückkommen. Nur so zur Sicherheit. Schon mal vorgewarnt. Das wäre ja auch mal nett, so Peniskopfhörer zu haben. Ne? Ich sagte vorhin, es ist das zweitbeste Foto, was wir machen können. Wenn ich dann darauf zurückkommen darf, das dürfte eigentlich top-notch sein heute Abend. Gut, aber okay, ich korrigiere mich jetzt. Penisbrille, präsentiert von Charles-Élie. Gut. Okay, dann sind wir durch mit dem neuen Packer. Gibt's da noch irgendwie, habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Nee, gut. Dann lass uns zu einer anderen neuen Anschaffung kommen im Trans-Haushalt. Das klingt erstmal total unspektakulär. Mhm. Tobi kauft eine Hose. Ja, Tobi kauft eine Hose. Und jetzt normalerweise geht man in ein Hosengeschäft und sagt, guten Tag, ich hätte gerne eine Hose. Die sieht gut aus. Nehme ich mit und dann hat man eine Hose. Mhm. Warum ist das bei dir anders? Weil du einen Packer in der Hose baumeln hast, der zum Beispiel aus der Umkleidekabine rausrollt? Nein. es sind auf jeden Fall definitiv solche Momente, wo du dich fragst, ob es eigentlich Kameras in diesen Umkleidekabinen gibt. Wenn man so die Hose runterzieht und alles zurechtrückt und so. Mhm. Naja gut, das ist also alles zurechtrücken ist jetzt nicht so exotisch. Nee, erstmal nicht. Also, nee. Ja. Mhm. Nee. Also mein Problem fängt damit an, dass ich halt für einen Mann relativ klein bin, mit 1,68 und an mir ist auch nicht so furchtbar viel dran, was ja tendenziell eher noch weniger wird dann irgendwann. Wie viel ziehst du denn aus? nur meine Hose. Okay, gut, nee, in Ordnung. Ja, dann also die, ich sag mal, die normalen Standard-Herren-Hosengrößen fangen so an bei 28, wenn man Glück hat. So im Regelfall bei 29. Ich habe noch nie eine unter 50 gekauft. Doch, da war ich 12. Ja, ich war dann irgendwann auch so frustriert, dass ich dachte, vielleicht sollte ich lieber in die Jungsabteilung gehen und in 176 kaufen. Also mein Problem ist, dass ich im Schnitt eher Hosen brauche, die mindestens 27, wenn nicht sogar 26 als normale Hosengröße haben. Damit sie, Achtung, eng genug sind. Mhm. Genau das. Und ich habe, als ich neulich mit einer Freundin shoppen war, dann bin ich einfach mal zu Jack & Jones gegangen. Die sind ja bekannt dafür, dass sie eher schmale Kundschaft richtig bedienen. Richtig, genau das. Waren sie schmal genug für dich? Also der äußerst freundliche, gut aussehende Mitarbeiter, der hat mir dann so ein Modell in die Hand gedrückt und sagte, das ist halt eine 27er und die ist halt auch super mega oberskinny und so und nimm die mal mit. Da dachte ich schon, das kann ja richtig super werden in diesem testosteronüberfüllten Laden. Ich war ganz dankbar, dass ich halt die Freundin mit dabei hatte. Und dann zog ich die also an und dachte so, bitte lass den jetzt nicht draußen stehen. Und luscherte halt nur so hinter dem Vorhang und rief dann eben meine Freundin und sagte, komm mal gucken, ob das so gut sitzt. So, und kaum, dass ich den Vorhang auf hatte und sie gerade zu mir sagte, Tobi, es geht klar, wo auch immer der herkam, mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, komm doch mal raus, komm, zeig dich doch mal. Ja, dreh dich doch mal. Ich dachte, super, das läuft ja richtig gut. Und während ich mich umdrehte und mich wieder nach vorne drehte, plötzlich stand da noch der zweite von denen. Und ich dachte, großartig.
Dann hatte ich da also zwei von diesen völlig Testosteron überladenen, wirklich gut aussehenden Mitarbeitern vor mir. Die, ja, sag mal, was hast du denn? Ja, guck doch mal, also wenn das, ja, wenn das jetzt so sitzt, dreh dich noch um. Ja, also hier am Hintern und so, ne? Und vorne, ja, wie ist denn so? Hast du da noch Luft? Und ich dachte nur, meine, ich will das gar nicht, ich will nur eine Hose kaufen. Guck mir nicht auf den Schritt. Ja, die sitzt super, danke. Aber dafür hast du das Ding doch, dass dir einer auf den Schritt guckt, oder nicht? Ja, aber es war in dem Moment, es war mir doch dezent unangenehm, weil ich es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert, ja. Ja. Aber und wie bist du aus der Nummer rausgekommen? Indem ich einfach die Hose gekauft habe. Und passt sie denn wenigstens? Ja, ja. Das ist gut. Ja, ich habe sie an. Ach so, tatsächlich? Ja, eines von den Dingern. Genau. Ja, dann dreh dich doch mal. Die Leute wollen deinen Hintern sehen. Ganz, ja, bitte, dann jetzt musst ich weiß du nicht, ob mein Penis gerade sitzt, aber... Ja, das ist so ein altes Problem, das weiß man nie. So, bitteschön, Leute. Hallöchen. Hallo, hallo. Also, wunderbar. Wenn du jetzt stehst, kannst du gleich eine neue Nummer ziehen. Oh, bitte. Ja, unbedingt, wir müssen ablenken. So, es geht weiter mit... Oh, 75. Nummer 75. Hier wird gejubelt, aber es ist noch keiner so weit. Komm, ich mach noch eine. Ja, komm, hau rein. Das macht einfach zu viel Spaß. 48. Nummer 48. 4-8. Haben wir schon jemanden, einen glücklichen Gewinner, Gewinnerin? Nee, immer noch nicht, ja? Immer noch nicht. Dann bleibt uns nur noch der Show-and-Tell-Teil. Hatten wir da noch irgendwie? Den wollten wir noch ein bisschen ausbauen. Genau, also die... Jetzt geht's richtig los. Pass mal auf. So, ich guck mal gerade hier so in die Runde. Die Leute, die in der ersten Reihe sitzen, leben ja immer sehr gefährlich, ne? Das ist ja so. Richtig. Daniel steht schon auf und will auf die Bühne kommen. Herzlich willkommen. Daniel möchte total gerne auf die Bühne kommen. Ich glaube, wahrscheinlich musst du hingehen. Ich muss hingehen zu Daniel. Was weiß ich denn? Nee, aber Erik guckte mich gerade schon so freundlich. Erik, komm doch bitte mal zu uns auf die Bühne. Du darfst dein Getränk auch mitnehmen, das ist okay. Wir haben hier eine Stufe vorbereitet, das ist auch mit der Unfallverhütungsversicherung. Nimm dir gerne ein Mikrofon, wir haben Handmikrofone vorbereitet, da drüben am Ständer. Ständer. Wir sagen die Stativ bei What's in Your Pants, es sind Ständer. So, aber jetzt müsstest du dein... Ich bin noch total nüchtern. Du müsst, sind wir alle. Jetzt müsstest du dein Getränk einmal abstellen und ich würde dich einmal darum bitten, dass du deine Augen schließt und diese geschlossen lässt. Ja. Ich gebe dir jetzt etwas in die Hand. Ein Päcker. Wenn's ja so wäre. Und dann darfst du mal so ein bisschen damit rumspielen. Okay, es ist... Das fühlt sich an wie Eier. Und dann hast du hier... Ja, was relativ lang ist. Sehr gut. Er kennt sich aus. Ne? Und dann hier so eine Abtrennung, ja. Ich würde sagen, das ist ein irgendwas zum Penetrieren, wie du immer so schön sagst. Zum Penetrieren. Okay. Wie riecht es so? Vanillig. Das liegt, glaube ich, eher an meinen Händen. Ich habe alles angefasst hier. Das stimmt, das hat er echt. Kann ich die Augen wieder aufmachen? Kannst du mit dem Ding irgendetwas tun? Penis zeigen, wo? Ne? Ja, penetrieren halt. Woran machst du das fest? Ja. Fest. Sag es. Ich würde jetzt ja sagen, ich habe ja selber so ein Ding in der Hose. Aber? Sag es. Gott. Versuch's, komm, hau raus, man gewöhnt sich dran. Ja, was soll man denn sonst damit machen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich meine, hier hinten ist ja sogar so ein glattes Ding dran. Jetzt okay. Habe ich zwei Pen. Ja, richtig. Du darfst die Augen wieder aufmachen. Oder hinten ein Schwanz. Du darfst die Augen wieder aufmachen. Du hast das super Sondermodell in die Hand bekommen. Es ist nämlich der ganz ominöse, knackende Penis. Wir haben darüber gesprochen, ich glaube, es war Folge 12. Ja, genau. Zieht sich mir wieder alles zusammen. Entschuldigung. Für alle, die uns normalerweise nicht hören. Es gibt eben mehrere Funktionen, die so ein Packer haben kann. Nämlich einmal das reine Packen, also das Aufpolstern der Hose. Und dann kann man eben auch die Pi-Variante haben wir jetzt nicht dabei, aber nee. Play ist Play. Eben sowas. Und das ist eine Billo-Version von einem Penis, den man eben zum Spielen benutzen kann. Genau. Und damit man den halt in einen, wie auch immer, gewünschten Winkel bringen kann, hat er solche Plastikelemente. Und die
ermöglichen so einiges, wie wir sehen. Gesund auch, ist das nicht, ist schon klar. Gesund ist das überhaupt nicht. Also Medizinern rollen sich da die Fußnägel auf. Und diese Plastikelemente knacken so ein bisschen. Kannst du, versuch mal, ob du nah ans Mikro rankommst. Ja, habe ich schon versucht, aber... Hört ihr das? So klingt kein Penis, nur für alle, die es nicht... Also und um das nochmal klarzustellen, ich finde das Geräusch auch relativ unsexy. Eben. Aber wenn du ihn jetzt irgendwie zum Einsatz bringen wolltest, wie würdest du es denn überhaupt anstellen? Ach so, oh, Die ist da alleine, wunderbar. So, ich tauch mal in meine Kiste. So. Ich hab ja so ein schickes Gerät, ne? Das sieht erstmal aus wie eine Shorts. Ja, ja. Also. Auf eine Art. Auf eine Art. Also, wenn man es jetzt nicht weiß, da ist eingearbeitet in der Mitte. Da gibt es in der Mitte so ein Loch. Ein Ring. Ich versuch da mal reinzukommen. Ist gerade ein bisschen schwierig. Sagt das Mädchen zum Matrosen. So, und da kommt normalerweise nur nicht der Finger durch, sondern eben, um das ein bisschen abzukürzen. Genau, da käme dann quasi das Gerät durch. So, das heißt, und du zögest dann die Unterbuchse an? Ich zöge diese dann an. Ich befürchte, das Publikum erwartet es jetzt. Um Himmels Willen, erwartet ihr das etwa? Ich werte das als ein Ja. Also der ist auch eigentlich fast ein bisschen zu klein dafür. Also im Zweifelsfall würde der dann irgendwann bei starker Penetration hier wieder rausfallen. Da braucht man also einen, der einen dickeren Durchmesser hat. Ja, gut. Wie gut, dass ich die Skinny Jeans angezogen habe, Leute. Dann funktioniert es wenigstens. Fall jetzt bloß nicht um, Junge. Wir sind sehr, sehr mittelmäßig haftpflichtversichert, was diese Live-Auftritte angeht. So, das heißt also... Sexy, oder? Im Fall des Falles würdest du ungefähr so dann durch die Wohnung laufen und sagen, hallo Schätzchen, ich bin soweit. Genau. Da. Gut. Nee, es wird nicht besser. Nee, und es... Also, oh. Hört das Knacken. Ja. So ein bisschen. Ganz, ganz apart. Lass uns diese Penis-Bingo-Geschichte noch ein bisschen vorantreiben, dass wir hier mal zu einem Abschluss vielleicht sogar kommen. Die 54. Nummer 54. 5-4. Ah, oh. Das sorgt für Missfallen. Ich glaube, da müssen wir noch eine ziehen. Ja. Zieh erstmal das eine aus und dann die nächste Nummer ran. Komm schon. Ja. Die 65. Nummer 65. 6, 5. Bös. Vereinzelter Jubel, aber immer noch kein Bingo. Immer noch nicht. Ich finde hier noch einen Freiwilligen, der auf die Bühne möchte. So, jemand, der vielleicht von Haus aus keinen Penis hat, der sich mal damit näher beschäftigen möchte. Gibt's da Interessenten? Ah, oh, guck mal, wie sie alle weggucken. Ja. Herrlich. Ich wüsste jemanden. Ich glaube, Lara möchte gerne. Das sind immer die so ganz klasse unter sich gucken. Lara, das war, herzlich willkommen. Das war übrigens ganz, ganz klasse. Das Mikrofon gerne Lara hat nämlich in mir das Gefühl ausgelöst, es ist vorbei, dass ich die Damentoilette benutzen darf. Vielen Dank für diesen unbeschreiblichen Blick. Sie hat mich auf frischer Tat ertappt, aber das Damenklo ist halt direkt neben unserem Zimmer. Ja. Das war nicht böse gemeint. Ich war nur aber sie guckte sehr irritiert, sehr. Irgendwie nur angenommen, du gehst aufs Herrenklo. Ich auch, aber der Weg ist 2 Meter weiter. Ich war zu faul. So, komm doch vielleicht einfach ein bisschen näher. Ich mache dir ein bisschen Platz, damit ihr nicht so doll über mich rübergreifen müsst. Was so, haben wir da? Machen wir die Augen zu. Das okay. Alte Spiel, Hand nach vorne, genau. Hm. Und jetzt das ist lustig. Geht's los. Bitte sehr. Ey. Und, wie ist das Gefühl so? Wie fühlt sich's an? Nicht wie ein normaler Penis, definitiv. Gummig. Das sind definitiv die Eier. Hm. Das da hier, naja, ist der Penis. Und hat definitiv auch keine Vorhaut. Ich weiß nicht, haben das die Künstlichen überhaupt? Ja, so ein bisschen. Ja, ich glaube, es gibt mit und ohne, je nachdem, wie man möchte, ne? Ja, genau. Ja. Es gibt sie beschnitten und unbeschnitten. Na dann. Ist so. Entschuldigt. Ja, da kann man sich eben den aussuchen, den man gerne hätte. Das ist eben der Vorteil, den Transmänner haben. In Amerika ist es zum Beispiel total populär, dass die alle beschnitten sind. Ach so, ja. So, und bei uns in Deutschland halt nicht so. Ich mag das auch nicht. Ich find das komisch. Ja. Ja. Was sagst du denn vom Aussehen her? Ist sehr hautfarben, aber
Ja gut, ich meine, normaler Penis hat irgendwie mehr Adern. Das sieht so ein bisschen, also, ne, ist schon sehr künstlich, ne? Also ich meine, ja, es ist irgendwie sehr glatt. Also das ist zu perfekt irgendwie schon fast. Zu perfekt. Und von der Länge her? Ja, ist ordentlich, würde ich mal sagen. Gut bestückt, der gute Herr. Ja, ja, ja. Trägt nicht jeder, das stimmt. Gut. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Übrigens auch Haltungsnote. Ja. Eher ungünstig in der Buchse. Also, ich hab mir da aber sagen lassen, von demjenigen, welchen, der halt alle Penoide in der Hand hatte, dass der sich in der Tat nochmal sehr, sehr geil anfühlt, weil der einen guten Druckpunkt hat. So ja. Vom. Naja. Ne? Genau. Ja, klar. Aber er ist halt definitiv gewaltig. Das eignet sich auch nicht mehr zum Packen, Leute. Also mit sowas stecke ich mir hier nie in die Hose, ne? Tagsüber. Das ist. Wir haben jetzt zumindest den Kinder an. Ja, nachts, wenn ich ins Bett gehe. Furchtbar. Ihr macht euch keinen Begriff, wie das im Peniszimmer. Oh Gott. Was? Zieh mal lieber noch eine Nummer. Also vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich noch. Müssen wir. Unbedingt. 73. 73. Ach komm 7, schon. Drei. Ich mach noch eine hier. Mach auch noch zwei, wenn es sein muss. Und? Achtung, Achtung. Die 56. Nummer 56. 5, 6. Hier wird sogar mit mehreren Karten gearbeitet, sehe ich. Das Leute, ja. Leute, 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 das geht noch nicht. Komm schon. Ja? Die 36. Nummer 36. Ja. Hat jemand Penis gesagt? Nee. Oh. So, einen noch und dann müssen wir langsam auch Schluss machen und das Off-Air fortsetzen. Damit wir unser Programm. Die 5. Nummer 5, komm, jetzt aber. Jetzt seid ihr dabei. Mal. Leute, so Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Die 59. 59 auch wieder nicht, ne? Also es springt auch keiner auf. Würde ich ja erwarten. So. Gut. Letzten Versuch und dann würde ich sagen, brechen wir die ganze Geschichte ab und setzen das dann später fort. 58! Nummer 58. Oha, oha. Die zwei. Jetzt aber. Zwei. Die zwei. Nee. Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist. Die 10. Noch schneller. Oh mein Gott. Becky will's wissen heute Abend. Aber ihr müsst auch. Die 74. Ja. 34. Ja. 15. Was ist hier los? 71. Wir haben gleich alle Nummern gezogen. Leute, 14. Was für Geräusche aus dem Publikum kriegen. Das ist sehr, sehr ungewohnt. 13. Yeah! Wir haben jemanden. Hey! Es ist Kathi. Kathi hat Penis-Bingo. Komm zu uns. Bitte, komm einmal auf die Bühne. Komm zu uns auf die Bühne, nimm dir ein Mikrofon mit. Martin, würdest du ihr ein Mikrofon reichen? Martin hört nicht zu. Ein Mikrofon bitte. Martin. So, ja, er ist mit Essen beschäftigt. Servus. Ich bin da absolut Hallo. Bei dir. Sommerweiß. Ja, wunderschön. Yeah, yeah. Ah. Großartig. Wunderschön. Yay. Yeah. So, du hast deinen Preis redlich verdient mit deiner Ausdauer und deiner Standfestigkeit. Du musst bitte einmal vorlesen, was dann da drauf steht, bitte, ja? Ah, alles klar, das kriege ich hin. Da steht Flashlight Mr. Lim and Limon XS Super Skin Dildo neu. So. Neu, das wichtig, neu ist das neu. Allerwichtigste daran. Original verpackt. Ihr wollt da alle mal fühlen. Du musst Mach's ihn, gerne du auf. Musst ja, ihn ja, jetzt ich auch das Mikrofon machen. Ab, dann hast du beide Hände frei. Ich wollte die Spannung ein wenig hochhalten. Die Leute wollen das sehen, was da drin ist. So. Vertrau mir. Das glaube ich aber auch. Das glaube ich auch. So. Wir können einen Trommelwirbel aus dem Publikum gebrauchen. Könnt ihr uns aushelfen? Ah. Wie auf Kommando. Fantastisch. Was ist dein erster Eindruck?
Ja, für den Anfang. Auspacken. Das habe ich auch gedacht. Für den Anfang. Für den Anfang. Ja, mach den, pack den mal aus. Wir packen den mal ganz auf. Sagt Packer. Der Matrose zum Mädchen. Was hast du denn mit Matrosen, sag mal? Das ist der einfachste Weg, um eine völlig normale Unterhaltung zu etwas Schlüpfrigem zu machen. Also sobald irgendjemand einen Satz ausspricht und es möglicherweise eine Andeutung gibt davon, wie das vielleicht... Penisverlustängste. Penisverlustängste. Geht los hier. Wie das vielleicht in eine schlüpfige Richtung gehen könnte, dann sagst du einfach, sagt der Matrose zum Mädchen, wie wir es jetzt gerade hatten, pack ihn mal aus. Völlig unverdächtiger Satz, aber sobald das der Matrose zum Mädchen sagt, wird da was Sexuelles drauf. Und es ist verurteilt Matrosen zur Heterosexualität. Das finde ich nicht in Ordnung. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da kann natürlich auch der Matrose zum Matrosen sagen. Ja. Das oder, gefällt mir. Na. Also, ja, gut. Jetzt liebe Kathi, was haben wir hier? Einmal zum Vergleich. Das ist jetzt die XS-Variante. Ja. Ja. Und passt gut in meine Hand. Du kannst das Mikro also wieder genau. Hand, ne? Ja. Hand. Das ist etwas, das passt auch sehr, sehr gut in die Hose. Das ist nur einer, der ist 10 in die Hose. Ja, genau. Man trägt den nicht in der Tasche. Ja, hier so. Normalerweise. Ganz leisure. auf jeden Fall, der hat, glaube ich, 10,3 Zentimeter. Das ist also der kleinste, den es gibt. Kommt, Tobi, einmal Längenvergleich. Und um das nämlich jetzt mal zu zeigen, das hier ist der kleine Bruder. Das ist XS, das ist S. Leute, ich weiß nicht, was da verkehrt gelaufen ist. mach mal ein bisschen Profil, dass die Kamera es auch draufkriegt. Genau. Dann haben wir es auch im Videostream. Später möglicherweise bei YouTube. Und S hat jetzt schon, glaube ich, 14 Zentimeter. Und es gibt dann natürlich noch M, L und XL. Ihr wollt die anderen nicht sehen. Nee. Es reicht. Möchtest du, sowas will man ja auch nicht tragen am Ende. Das also, will man ja auch nicht tragen. Ne? Genau. Also der ist einfach, der ist schon ganz schön wuchtig. Und das ist so. Schweren Unfall, ist das so für den Alltag, ne? Für die Handtasche. Das ist mehr so der Handtaschenpenis, genau, für unterwegs. Everyday-Penis. Und ich finde es total klasse, dass eine Frau diesen Penis gewonnen hat, weil ich habe mir ja sagen lassen von normalen Hetero-Frauen, das ist auch wie so ein Anti-Stress-Ball. Ja. Im Büro. Ganz abends, wenn der Mann mal wieder ich arbeite in der Buchhandlung, das kommt total gut. In der Kinderbuchabteilung. Sehr gut. Sehr gut. Was suchen Sie nochmal? Conny lernt reiten? Was? In der Mittagspause. Beim Spaziergang durch den Park, ja, wann auch immer. Das ist ein Traum, es ist ein reiner Traum. Wunderbar. Also vielen so Dank. Gesehen, ja. ich freue mich sehr. Viel ich Spaß damit. Vielen Dank. Ja. Pflegehinweis, jetzt wo er runtergefallen ist. Wasser mit Spüli hilft, ansonsten Babypuder, Mehl oder Speisestärke zum Einpudern. Ansonsten frage ich Steffen, der weiß, wie man mit sowas umgeht. Entschuldigung. Ob der da immer Babypuder drauf tut, weiß ich nicht. Viel Vergnügen damit auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du auch bei uns warst, dass ihr alle mitgespielt habt, dass ihr alle mit dabei wart bei unserer großen, bunten Penis-Show. Vielen Dank. Das war Folge 18. What's in your pants live vom Podstock. Vielen, vielen Dank. Tschau.